Hallo und neuer Vlog, herzlich willkommen. Jo, wir am Samstag, den 6.3., 6. März. Und machen mit dem Streuer weiter, mit dem, was ich gestern aufgehört habe. Ja, der Streuer ist befüllt. Da wird wahrscheinlich die Hälfte davon wird übrig bleiben, denke ich einmal. Mal gucken. Also rein theoretisch. Wie ich immer sage, das ist die Wiesen am Bahndamm. Ja genau. Haben wir auf jeden Fall jetzt da Streuer. Und ja, ich wünsche viel Spaß. Ach Scheiße. Mann, die Kamera riecht mich langsam auf, ehrlich wohl. Sonst hat es nicht aufgenommen. Ja, bist du fertig mit dem Streuer, bin durch, nimm die Kamera runter, will sie ausschalten, fängst du an zu laufen und also bis das Aufnehmer und denke ich, das ist kurz aber nicht so. Ja, jetzt hat es nicht aufgenommen. Klasse. Naja, also die Ausbringmenge hat auf jeden Fall gepasst, bin ich ganz gut nachgekommen. Das Streuerla war ja nicht ganz voll, der war auf ca. 3 Viertel bis, ja, so rum. Und jetzt bin ich da unten. Das geht eigentlich passen. 3 Viertel voll, halb voll. Ja, kommt der normalerweise ganz gut nach, weil das da, das sind 0,56 Hektar. Also rein vom Neigucken her denke ich, das passt. Vielleicht habe ich jetzt eine Spur zu viel gemacht. Das kann unter Umständen sein, aber ja, im Großen und Ganzen ist in Ordnung. Ja, leider haben wir unten auf der Wiese ein wenig Probleme mit Wühlmäus. Man sieht da die Gänge. Überall. Da. Die blöden Drecksviecher machen alles hin. Ja, Distel nochmal. Könnte ich ausstechen, aber na gut, ich werde weggemäht. Sonst hat er nicht vor die Distel. Ja, fein verteilt ist. Ist überall ein wenig was. Da sind welcher. Da hinten sind welcher. Da sieht man so. So, überall was da. Ja, da wird eine Wühlmaus ging. Ja, denkst du eigentlich, das sind die Bäume, aber da unten, da fühlt sich wahrscheinlich kein Greifvogel wohl. Weil da hinten ist gleich die Umgehung. Da ist gleich der Bahndamm. Ja, scheiße, aber die Nachbarn haben das selber ein Problem, die haben auch die Wühlmaus drin. Scheißdreck. Ja. Ich würde gut ausschlafen, die Flächen. Und hoffen, dass es nicht schlimmer wird. Sonst muss ich auch mal so Vogelsitzstange oder irgendwas aufstellen. Dass der Greifvogel vielleicht mittendrin ein wenig einen Platz hat und die auch blöden Krüppel erwischt. Schauen wir mal. Gut, jetzt fahren wir heim, füllen wir ihn aber auf und dann machen wir ein Anäschfeld.
Profil fertig. Ich habe jetzt noch ein Restler auf dem Kippe drauf. Das wird nicht mehr eine ganze Streue sah. Das gehört auch noch im Grundstück ein wenig verteilt. Also unten her auf der Koppel, wo jetzt die Viecher noch sind. Voilà. Und ja, dann passt es, dann ist leer. Also die rechnet am Ende genau gepasst. Hat schön funktioniert. Der Streuer hat durchgehalten. Ja gut, eine Kleinigkeit musste ich noch dran reparieren. Das habe ich auch von vornherein gewusst, dass das kaputt war. Da fällt da hinten ja ein Kunststoffscheim. Eigentlich war da ein Kunststoffscheim. Ich habe mir jetzt selber was gebaut aus Blech. Und ein Stück Blech, ein Scheim, an der runden Kreis rausgeschnitten. Mit einem Stufenbohrer aufgebohrt. Und von innen geschnitten in der Mitte. Da rein, drin haben wir jetzt zusammengespaßt. Mit der unteren Scheibe, die eh schon drin war, dicht. Das war nämlich das Problem, da ist der Dünger dann quasi in der Mitte durchgerutscht. Da haben wir Gummiring rein. Die sind aber leider nicht geblieben, wo sie auch sollten. Die sind noch unten durchgerutscht. Problem ist, das Rührwerk, das bringst du nicht mehr raus. Da war hinten einmal ein Schraum drauf. Also auf dem Rührarm. Da hinten war mal ein Schraum. Die gibt es aber nicht mehr. Und ja, das kriegst du nicht runter, sonst hätte ich da wieder so einen Kunststoffring drauf gemacht. Sonst hätte ich auch schöner Scheiben gemacht und so musste ich halt ein wenig brutzeln. Aber jetzt ist er dicht und es hält. Hat Spaß gemacht mit dem Ding. Hat wunderbar funktioniert. Komme ich echt nicht beklagen. Also die Eisstellwerte haben auch gepasst. Die 215 Kilo muss ich jetzt da ausbringen und ein paar zerquetscht da. Also knapp unter 60 Kilo N, was ich jetzt da habe. Optimal. Der Streuer war da außen nicht ganz voll. War ja, circa dreiviertel voll, hat für die ganzen Flächen gelangt. Leicht war es sogar ein bisschen zerwingen, weil die Flächen da 1,01 Hektar. Aber wurscht. Hauptsache gestreut ist und es ist passiert. Vielleicht sieht man die weißen Kücherl. Ah, das Streuwerk in die Seiten aus, dass du das abschalten kannst, funktioniert wunderbar. Ich bin bei der ersten Spur da raufgefahren, da hin und habe noch nur da rüber streuen lassen. Ja, das ist kein perfekter Streuer, aber wenn ich jetzt sehe, das sind wirklich bloß da am Rand noch zwei Kügel. Und wenn du jetzt noch weiter rüber gehst, da ist nichts. Passt. Genauso soll es sein. Wie gesagt, das muss ich jetzt noch ein wenig probieren, wie viel Abstand muss ich halten und. Das weiß ich nicht auswendig. Aber dass ich nicht die anderen Flächen vorne ran mit Streu. Bei einem Biobauern wäre es nicht gut, wenn ich neu streue. Und ja, außerdem, es geht ja in meinen eigenen Geldbeutel, wenn ich jetzt bei einem anderen das Zeug mit ausstreue. Dann habe ich den Dünger nicht auf meine Fläche, sondern beim anderen, obwohl wir mein Geld dafür ausgeben. Wäre ja Quatsch. Genau, aus dem Grund schaut man ja, dass man möglichst nichts daneben bringt. Aber das hat gut funktioniert. Optimal. Genau. So wie das muss. Jetzt fahren wir heim. Dann war ich. Ah jawohl. Das Arm wird undicht. Ha! Sehr nett. Alles klar. Jetzt fahre ich heim. Dann werde ich den Rest vom Kippego runter da. Und ja, dann ist er schon wieder so weit, dass ich mal Futter holen muss. Ich muss schnell wegwischen. Den Rest schmeiße ich dann an die Streue und da werde ich die doch einmal die Koppel versetzen. Plus dann ist das vom Kipper runter, weil den wollten sie eigentlich halt schon hoch zum Labs machen im Garten. Jetzt war er natürlich nur mit meinem KAS belegt. Ja, mei, ist halt so.
deswegen schau ich, dass er leer wird. Dann passt es.
wir sind fertig. Das war's. Es ging ruckzuck. Also der Streuer hat echt gute Dienste geleistet, hat wunderbar funktioniert. Ich habe jetzt den Rest gut eingefasst. Also, was das echt. Der Kippe ist leer, da ist nichts mehr drauf. Die 1,42 Tonnen sind ausgebracht. Nein, stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ja, das ist der Rest. Das kommt jetzt gar auf die Koppel da hinten. Unten und oben. Weil oben hier, wenn wir das Laub zusammen machen, wird wieder irgendwas fehlen. Naja. Da hat er gemeint, soll ich dann einfach nochmal mit drüber. So. Ist halt jetzt so. Ich denke nicht, dass viel verloren geht, weil beim Laub einfassen, was stand da nicht viel mitnehmen, weil das rieselt durch mit Licht und Boden. Aber das lang dicke. Innerhalb habe ich ja auch noch einen Zentner, so gestehen. Den kann ich auch noch mit vererben. Und dann genau noch Berechnung, aller Flächen gedüngt, optimal hat gelangt. So muss das auch. Der Kleine hat wunderbar durchgehalten. Ja, bis auf das andere Malheur, dass da einer halt, wie gesagt, einmal rausgesaut hat. Das war aber Gott sei Dank da unten auf dem Feld, wo das dann passiert ist. Also, ich war nicht auf der Straße unterwegs, das wäre nämlich nicht so gut. Aber war ja da gleich am Hof, also nichts Dramatisches. Hab's ja dann auch gleich gemerkt, hab mich schon gewundert, jetzt schmeißt der auf einmal das Zeug nach vorne, was ist denn jetzt los? Hab ich schon gewusst, warum er nach vorne schmeißt. Weil das macht er nämlich normalerweise nicht. Da kommt nichts nach vorne. Deswegen, die Planato ist, glaube ich, völlig unnütz. Wenn der in der Mitte dicht ist, dann haut der nur noch links oder noch rechts raus, aber garantiert nichts nach vorne. Kein Kannchen. Definitiv nicht. Nö, wie gesagt, hat wunderbar funktioniert, ich bin zufrieden. Kann ich mich echt nicht beklagen. Das Ding hat mir sehr gute Dienste geleistet. Ja, wie gesagt, die Kleinigkeit halt, die wo drauf war. Und jetzt ist er nicht einmal mehr halb voll. Also halb voll, das wäre der Strich da. Da ist ein Dreiviertel da rum. Das ist halb. Der ist nicht einmal mehr halb voll. Muss man es dann noch sagen. 300 Kilo. Wenn die Hälfte wären 150 Kilo, also wenn es so 140 Kilo sind. So, passt doch. Kann ich mich echt nicht beschweren. So Leute, mittlerweile haben wir Freitag und ich habe heute frei. Ja, heute früh in der Stollrunde. Schweinlein ausgelassen. Also heute Dendo. Zu früh. Und Hühnern ausgelassen. Lauf zum Frühstücken. Ja, und so auf 10,5, 11 Uhr klingelt das Telefon. Der Nachbar. Also der Nachbar da drüben. Ja, du Michael, hast du das mitgekriegt? Wie hier die Hühner, die dürfen fein nicht raus. So, ich weiß. Nö, habe ich nichts mitgekriegt. Ja, haben wir gestern in der Zeitung geschrieben. Ab dem morgigen Freitag, also ab heute, dürfen die Hühner nicht raus. Welcher der Geflügelpest? Vorsorglich hat das Landratsamt Kulmbach, das wird der René am Kulmbach entschlossen, machen wir nicht mehr. Ja, haben sie auch gestern in die Zeitung neu gedruckt. Aber der Fohn hat keine was. Also welcher Zeitung hat, ich hab's nicht mitgekriegt. Ich habe früh gutgläubig wie immer meine Viecher rausgelassen. Gut, ich schaue schon immer welche ASB und welche Vogelgrippe und den Scheiß. Weil der schaust da immer. Facebook, dann schreibt Bayerische Rundschau, die Online-Seiten. In Franken halt, wo du da irgendwie was nachschlagen kannst. Nichts gelesen, also denke ich, okay. Ansbach, der Letzte, wo in Franken drin hat, denke ich, nur alles prima. Meinst du, die schreiben bei uns, dass das jetzt bei uns gültig ist? Nö, da kommt nichts. Da reißt kein Schwein das Maul auf. Da lässt deiner Viecher raus und dann kriegst du vielleicht noch eine Strophe und einer auf den Deckel, weil du die Viecher rausgelassen hast, obwohl du das nicht darfst. Also ehrlich gesagt, finde ich ein Witz. Bin auch mal gespannt, der Bekannte hat vorhin gesagt, der ist angerufen worden. Vorhin, dass er ab morgen nicht mehr raus darf. Ja, wie gesagt, drinnen gestanden war ab Freitag, aber ich finde es wieder mal idiotisch, sowas könnte man ja vorher ein wenig ankündigen, zumindest ein paar Tage vorher. Wenn es wenigstens dann am schwarzen Brett oder sonst was hängt, weil sowas gibt es in den Ortschaften, in die Tafler ja auch noch, wo man nachgucken kann. Oder halt dann einen Rundschrieb oder sonst was für die Leute. Nö, nix. Na, muss ich mich echt aufregen. Naja, jetzt darf man es auch nicht raus, ich habe es jetzt vorhin dann einsperren können, war nicht ganz leicht. Die haben sich natürlich geweigert. Das sind so alle Hühner. Das Fenster ist offen, dass er Luft kriegt. Ausgemisst habe ich, dass er frisch Ruhe zum Kratzen haben.
unsere Beschäftigung. Oh, die Eierlege boxen frisch. Naja, bloß dass die sich zumindest da hinten ein wenig austoben können, weil gerade nicht die Tode ist ja einer, die wieder mit dem ganzen Garten spazieren. Die vorhin Eizefanger, das war ja Kunst. Da hat ja auch keinen Bock dazu. Ja, da sind wir jetzt schon leid, weil ich gehe nämlich davon aus, das wird wieder bis Ende April, Anfang Mai wahrscheinlich dauern, bis wir wieder raus dürfen. Tja. Naja, der Mensch wird eingesperrt wegen der scheiß Corona und die Viecher sparen wir auch wegen der Vogelgrippe. Ja, was sparen wir als nächstes ein wenig ein? Dürfen die Kühe nicht mehr raus und die Schweine nicht mehr raus, welche ASB und BSE oder sowas? Ja. Naja, nicht mehr normal. Machen wir das Licht aus. Die Tür holen wir euch zu, dann zieht es nicht so durch. Momentan nämlich saumäßig windig draußen. Ja. Der Wind bläst gut. Ist ein wenig stürmisch geworden. Soll es das ganze Wochenende bleiben? Was ist denn los? Kein Bock rauszugehen. Vogel. Ja, schauen wir halt einmal. Auf jeden Fall. Der Stall ist jetzt einmal wieder komplett sauber. Dann passt das auch. Oh ja, ich werde jetzt einmal aufgehen und Kaffee trinken. Eck! Was? Was denn? Ja? Was? Und so war schon kein Bock mehr aufs CG. Solcher Doofies. Na gut, ja, so viel zum Freitag. Das ist jetzt einmal wieder der aktuelle Stand, aber ich finde es immer lustig, dass da nichts mehr fährst. Der Zeuge oder derjenige, der Tierhalter, der fährt als letztes, dass du nicht rauslassen darfst. Nur weil du keine Zeitung hast, kriegst du es nicht mit. Das ist wieder hammerhart. Ich sage ja, und dann hast du das Problem, da unten läuft der Weg rum, da laufen Leute vorbei, jetzt lasse ich die hinten raus. Mal los! Ja? Oma! Jetzt, wenn ich die Hühner auslasse, da unten läuft einer vorbei und sieht die Hühner und hat vielleicht die Zeitung gestern gelesen und liest, du darfst vorher noch nicht mehr raus. Dann hast du da ruckzuck vielleicht eine Anzeige. Ich meine, wir haben mittlerweile ein paar so. Naja, so jetzt nichts weiter dazu. Und da steckst du nämlich gar nicht drin. Du kannst ganz schnell gehen, dann hast du eine Anzeige, welche Verstoß gegen, das, gegen die Verordnung. Und dann darfst du vielleicht noch was anhören vom Amt. Naja. Wie gesagt, da bin ich jetzt froh, dass der Nachbar mehr gesagt hat. Hast recht, Oma. Bin ich froh, dass der Nachbar mehr gesagt hat, aber eichern tut es mich. Und das werde ich aber auch dem Amt drin auch sagen, dass mich das eichert. Also wenn ich keine Nachricht kriegen sollte, dann rufe ich auf jeden Fall drin an und beschwere mich, weil man kann nicht eine Verordnung machen und die wo die Verordnung umsetzen sollen, die wissen gar nichts davon. Das ist immer genial. Oder so kann man vielleicht ein Arminger Geld einkassieren. Wer weiß. Gut. Ja Leute, ich würde sagen, das war's dann für das Video. Wir sind dann durch. Schweinestall und Hühnerstall ist ausgemisst. Ja. Wenn sich die Hühner jetzt dann wieder umschauen, wenn sie nicht raus dürfen. Vor allem die zwei, die wollen wir durch den Garten laufen. Für die tut es mir am meisten leid, weil die haben eigentlich immer große Freude dran, da oben einmal zum Haus raufzukommen oder oben im Gemüsegarten. Die Schwarze hat auch immer die Eier da draußen in die Kräuterschnecken eingelegt. Ich habe auch gewusst, wo ich suchen muss. So ist es ja nicht. Naja. Nun ist es halt wie es ist. Schauen wir mal, Wetter draußen hat sich jetzt zugezogen, jetzt regnet es. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Demnächst gibt es mehr. Ja, für den Streuer habe ich ein paar Teile bestellt. Ein neuer Gelenkwellen, weil die alte ja zu kurz ist. Und eine Farbe. Ja, für den Behälter innerher weiß. Und ja, ich habe da noch Laubgrün da. Da sind wir die alten Farbbüchsen reingekommen. Ob das jetzt dann exakt das ist, was Rodina lackiert hat, ob das Laubgrün war oder ob das dann ein Waldgrün war oder was der Teufel was. Ob die Rahlnummer jetzt dann 100% passt, das ist wurscht, aber dann werden einmal die alten Farben auch mit vererbt, weil da unten da stehen ja so viele Büchsen und die müssen echt einmal weg, weil das ist, hat sonst kein Ort mehr. Es bringt ja nichts, 20 neue Farbdosen zu bestellen und das Regal da unten bricht irgendwann voneinander, weil so viel draufsteht. Genau. Aber das erfordert dann, denke ich, im nächsten oder übernächsten Video. Muss erst einmal der Streuer gar leer gemacht werden. Geht ja aber auch momentan nicht, wenn es so windig ist und nass. Und ja, dann die Koppel oben hier noch nachsehen. Und wenn das dann aufgegangen ist, dann können auch meine Viecher von der unteren Koppel dann auf. Dann kann ich die untere noch fertig machen. Ich habe unten noch einen Sockstehen mit Gas. Und dann
kommt die Agua drauf und fertig ist der Käse. Genau. Schauen wir mal. Sieht man dann alles. Gut, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, jetzt wünsche ich euch was. Wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Servus.